Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute lade ich mir mal ein neues Spiel runter, wo mir der Drabbit LP es empfohlen hat. Und Das der sollten ist, viele von euch kennen. Das genau, Spiel ist nämlich Terraria. ja richtig. Und ich habe es schon eingegeben im App Store, es kostet 5,50 € und ich hatte jetzt extra vorhin noch die Möglichkeit, an eine 10-Euro-Karte zu kommen. Vielen Dank dafür auch noch. Und ja, dann möchte ich das mal. Okay, ich muss das Passwort ausnahmsweise mal nicht eingeben. Und ja, und der Drabbit ist auch gerade dabei, eine Welt zu erstellen. Ich erstelle gerade noch das Serverpasswort. Genau, das musst du jetzt hier nicht sagen. Genau, gut. Okay, und die App ist am Runterladen. Die kostet auch nicht so viel Speicher. Zur Not muss ich halt irgendwas löschen, aber ich glaube, muss ich gar nicht machen. Ja, es lädt runter. Und der Server wird gerade hochgefahren. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn der Server hochgefahren ist und alles eingerichtet ist. Okay Leute, dann bis gleich. Okay Leute, jetzt ist die App heruntergeladen. Und der Server ist aktiviert. Genau, und beim ersten Öffnen kriege ich sowas hier. Ja, das ist so die Begrüßung. Und ich laufe schon die Hintergrund. Wahrscheinlich daran, weiß nicht, ja. Stopp mal, hier unten steht aber der Stern. Ah ja. Ja gut, dann habe ich das gemacht. Und dann noch spielen. Und jetzt steht da Suche nach und die Welt heißt Titanic. Die, wo unseren Kanal schon länger schauen und sich auf die und auch die anderen Videos angucken, die sollten wissen, was es mit dem Namen auf sich hat. Okay, ich da mal drauf. Und dann komme ich da automatisch rein, oder? Verbindung wird hergestellt. Und ich werde dieses Spiel jetzt in diesem Video bewerten und werde es dann besser spielen. Richtig. Und ich werde auch privat mehrere Let's Plays dazu sehen, aber in Zukunft könnt ihr von diesem Spiel. Ja klar. In Zukunft könnt ihr aber von diesem Spiel mehrere Videos erwarten. Und ich werde am Ende von diesem Video diesem Spiel eine Bewertung von einer Skala von 1 bis 10 geben. Ist es normal, dass es so lange dauert? Hier steht Timeout bei der Verbindung. Vielleicht werde ich darüber auch einen Livestream drehen. Apropos Livestream, unser Internet ist jetzt besser. Ich lade mir jetzt gerade wieder Omelette Asado runter, dann kann ich wieder streamen.
Wundert euch nicht, ich habe mir Omelette Asale jetzt wieder gelöscht, weil ich habe nicht so viel Speicher. Genau, aber jetzt bleibt es mal. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder rausgeworfen. Ah, ne, passt. Alles gut. Mich gleich wieder. Hallo nochmal, ich habe jetzt nochmal die App geschlossen und gehe jetzt nochmal neu rein, weil es kam jetzt zweimal das Problem mit dem Timeout. Hoffentlich ist es weg. Also ich soll auf mehr Spieler gehen. Dann steht hier Spieler auswählen. Okay, dann. Und jetzt kommt hier das mit dem lokalen Host, oder? Jetzt steht wieder Verbindung. Falls es jetzt nicht funktioniert, dann melde ich mich beim nächsten Mal erst wieder, wenn ich in der Welt drin bin. Aber wir müssen immer noch verbinden. Ich meine, Internet habe ich ja. Muss man dafür mit dem gleichen Internet verbinden sein? Ja, das ist ein bisschen. Schon wieder Timeout bei der Verbindung. Okay Leute, ich würde sagen, ich werde es jetzt anderweitig probieren und ich melde mich wieder, wenn ich das dann geschafft habe. So Leute, jetzt haben wir es anders gemacht. Ich habe nämlich jetzt einen Server erstellt und jetzt kommt der Wettbewerb rein. Und ich muss jetzt erstmal mit der Steuerung hier ein bisschen klarkommen. Das erinnert mich irgendwie an Mario. Das, wo man auf dem Nintendo spielt. Keine Ahnung wieso, aber es erinnert mich an Mario. Und ich kann jetzt das Gras abnehmen. Ich habe ein Schwert und damit geht's um. Ach so, ja da oben. Okay. Gut, ich hab schon Holz.
Jetzt habe ich 15 Holz insgesamt. Das reicht mal nicht. Wo steht eigentlich, wie viel Holz ich insgesamt habe? Hoch ist das kompliziert. Naja, ich finde schon damit irgendwann so. Ist dieser Kasten unten links mit den Punkten gefallen? Okay. Ich habe 131 Holz. Das fehlt noch ein bisschen. Jetzt kannst du zum Beispiel jetzt hier diesen Spiegel ausziehen. Ja, okay, oh, Achtung. Wie ihr seht, die Steuerung ist ziemlich kompliziert, aber ich hoffe, dass ich das irgendwann im Griff habe. Aber das Spiel an sich finde ich ganz gut. Die Grafik ist gut. Und es ähnelt wirklich Minecraft, nur man hat halt nicht diese Ich-Perspektive wie in Minecraft. Ja. Hier unten bei Einstellungen, hier steht Browser, Tutorial, Sprache, ja. Als nächstes bräuchte ich eine Tür. Also wieder ins Inventar. Und dann. Ja.
Jetzt ist gerade Nacht. Man will ja zumindest etwas sehen, oder? Ja. Jetzt bin ich mal sicher vor den ganzen Zombies. Ich bin jetzt nämlich. Wieso? Leute, ich würde sagen, ich mache gleich mal zwei Minuten das Spiel. Sonst geht dieses Spiel zu lange. Und ja, ich werde es nochmal kurz. Ja, aber nicht so lange. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich oder gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Video. Danke, Leute, und ciao. Ciao.